Dann wird es aber nicht besser, sondern noch schlimmer. Wir sind zwar bei dem ersten Vers schon ziemlich weit, aber wir sind noch nicht zu Ende. Nämlich heißt es hier: Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er bringt den Völkern das Recht. Unsere christlichen Mitmenschen werden jetzt womöglich sagen, das ist der Heilige Geist. Halt, stopp. Das ist nicht der Heilige Geist. Der Begriff, der hier verwendet wird, ist Ruach. Und Ruach bezieht sich im gesamten Alten Testament auf Engel. Ja? Und das sehen wir auch beispielsweise in Sacharja, Kapitel 6, Vers 5. Darin heißt es: Diese sind die vier Ruach des Himmels. Für einen Trinitarier würde das ein immens großes Problem darstellen, wenn wir jetzt plötzlich von vier heiligen Geistern sprechen. Das heißt, wenn wir uns den Kontext und die jüdische Tradition ansehen, dann wissen wir, dass es sich hierbei um Engel handelt. Ja? Ja, ich fürchte, jetzt müssen wir doch Richtung Islam gehen, vielleicht sogar konvertieren noch heute. Das war jetzt sehr überzeugend, oder sehe ich das falsch? Hast du Das ist Gedanken wirklich. dazu? Ja. Oh Mann. Das ist Hast wirklich du echt hart. Gedanken Das ist dazu? echt hart zu sagen, dass es durchweg im Alten Testament immer Engel meint. Das ist so heftig. Also, Ich habe das mal nachgeguckt. Ich habe habe ich Jesaja auch, ja. 42,1 steht, ich habe meinen Geist. Also erstmal steht da nicht Ruach, sondern hier steht, oh, jetzt habe ich es ohne Vokalisation, heißt es Ruachi oder Ruchi oder wie Ruchi oder Ruachi, das weiß ich jetzt nicht genau. Aber das heißt nicht Geist, hier steht nicht Geist, hier steht mein Geist. Also es wird nochmal gesagt, um welchen Geist es geht. Aber Geist an sich heißt Geistengel. Also Strong's Bible Dictionary sagt, es heißt erstmal Wind und Breath und auch Gesenius, wie gesagt, deutsches Standardwerk, Hauch oder Geist. Also erstmal Grundbedeutung ist das Wind, das Hauchende, das der Wind, aber auch Geist und zwar Geistwesen in jeglicher Art. Es kann alles Mögliche bedeuten. Es können tatsächlich in Ausnahmefällen auch Engel gemeint sein, wobei normalerweise gibt es ein anderes Wort für Engel und da kommen wir hier zum Malach, zum Malak, und Malak oder Malach, ich glaube Malak, ne? Der Bote, das bedeutet Malak, bedeutet Bote oder Gesandter eines Königs. In erster Hauptaussage ist der Bote, was uns übrigens nachher auch nochmal beschäftigen wird, wenn es nämlich um den Malach Yahweh geht, um den Engel des Herrn. Also dass die Grundbedeutung ist Bote. Gesandter. Es können auch Boten Gottes gemeint sein mit Malach. Die Hauptbedeutung in diesem Sinne ist natürlich Engel. Es können auch manchmal ein Prophet angesprochen sein, ein Priester oder Israel. Das ist das, was Gesenius sagt. Einige Beispiele, Psalm 91 und Psalm 103, kann jeder nachschauen. Da sind eindeutig Engel gemeint. Und da ist das Wort Malach, Malak. Und Jesaja, auch Jesaja, wo in Jesaja von Engeln gesprochen wird, wird immer Malak verwendet. Nie Ruach. Engel in Jesaja bedeutet Malak. Ausnahme ist Jesaja 6, da werden direkt die Seraphim angesprochen, also eine bestimmte Art von Engel. Also auch hier ein Unsinn. Und selbst wenn man die Stelle anguckt, die er nennt, was bedeutet das, mein Herr? Fragte ich den Engel. Also hier steht auch noch extra das Wort Malak, was besonders nochmal Engel bedeutet. Und dann werden diese vier Winde des Himmels oder man könnte auch übersetzen Engel. Das stimmt an dieser Stelle. Man könnte diese Geister hier eben auch im Deutschen mit Engel wiedergeben. Das könnte gemeint sein. Das will ich nicht in Abrede stellen. In dieser Sonderstelle, in dieser einen Sonderstelle in der Bibel, kann das so übersetzt werden. Ich weiß nicht, ob es noch eine zweite gibt, aber mir ist keine bewusst. Ich weiß nicht, ob du da was hast zum Thema. Ich habe mir das auch etwas intensiver angeschaut. Ich kann auch, wenn du Bildschirm freigibst, ich habe den Genesius tatsächlich auch hier als Buch. Ich kann ja gerade mal auch kurz drüber scrollen, da könnt ihr hier sehen, Ruach. Und hier die erste Bedeutung, ne, eins, könnt ihr sehen, Hauch, Wind, Geist, das Hauchen der Hauch des Mundes, Schnauben, Hauch der Luft, da seht ihr die Bibelstellen dazu und wie es gebraucht wird. Ich lese das jetzt nicht alles durch. Ne? Zum Beispiel hier Hauch des Mundes, ja? Zum Beispiel von Jahwes schaffendem Machtwort und als Bild des Vergänglichen, denn ein Hauch ist mein Leben und so weiter. Das nächste wäre dann hier,
bildlich von etwas Eitlem, Leerem, aber dann als nächstes das den Körper belebende Prinzip. Ja, und dann habt ihr die passenden Bibelstellen dazu. Und an dritter Stelle Animus, also die vernünftige Seele, Geist, Gemüt, als Sitz der Empfindungen und Affekte in Bezug auf Gesinnung und Charakter, in Bezug auf Willen und Entschluss, in Bezug auf Wissen, Einsicht, selbst niedere Geschicklichkeit. Dann viertens Geist Gottes. Und das ist halt hier der Gebrauch. Wir haben hier wirklich ein ganz breites Spektrum, wie es gebraucht wird. Aber hier seht ihr, wie es übersetzt wird, am häufigsten Geist, Geister, Geistes. Und interessant ist, dass es dann oft, wie bei David und Saul, wo ein böser Geist über Saul kam, dann wird dieses Wort verwendet, also wo es sich extra nicht um einen Boten Gottes handelt, oder wo er dann einen Lügengeist schickt in den Mund der Propheten, da kommt dieses Wort vor. Aber wenn von Engeln geredet wird, dann trifft genau das zu, was Klaus gesagt hat. Ja, dann wird Malak gebraucht für Engel. Und hier seht ihr die Abstufungen, also es wird vielfältig gebraucht, aber zu sagen, im gesamten Alten Testament meint es immer Engel, das ist so absurd, so weit hergeholt und wirklich, das ist aber natürlich auch wieder Wirkung. Das wirkt ja fachmännisch. Ich weiß, was diese hebräischen Worte bedeuten. Das ist das, was rüberkommt, wenn man die Argumente untersucht. Es bleibt nichts übrig. Es bleibt nichts übrig von den Argumenten. Ja. Dann zum Beispiel, dann vielleicht, sagt er auch, vielleicht, wenn ich vielleicht noch hier das hier öffne, warte mal. Ja, das kann man ja gerade so machen. Mach das gerade mal größer. Geist, schau mal, ich klicke das hier an. Ja. Und dann wird mir das überall gezeigt. Hier zum Beispiel, ich mache das größer, Moment. Ich kann das direkt sehen. Noch das hebräische Haus, hier Geist, ne? Der dem Volk auf ihr Odem gibt und Geist. Also hier Ruach, hier seht ihr gelb dann hervorgehoben, überall, wo jetzt dieses Ruach vorkommt. Also wo ist hier ein Engel gemeint? Ja? Er gibt Odem und er gibt Engel. Ja? Das Volk, das auf der Erde lebt. Da kann man zurückgehen. Hier heißt es, hier steht Ruach. Ja? Und der Engel wird sie davontragen und der Sturm wird sie zerstreuen. Ja, hier ist eindeutig Wind damit gemeint. Oder hier auch. Wer hat den Ruach des Herrn ergründet? Hier, der Geist des Herrn, der Heilige Geist ist damit gemeint und da kann man noch und nöcher, oder hier, also, direkt hier ist es auch noch, hier, der letzte Vers vom Kapitel davor, ja, 41, Vers 9, sie alle sind trügerisch, ihre Werke sind nichtig, ihre gegossenen Bilder sind leere Engel, also Ruach, also leerer Wind, nichts, ja, direkt im unmittelbaren Kontext wird deutlich, dass das nicht Engel heißt und heißen kann in jedem Fall schon gleich gar nicht, ne. Also man muss tatsächlich Iman TV gratulieren. Ich, an dieser Stelle, Schande über mich, ich bin Christ und kannte keine Stelle, wo Ruach auch tatsächlich mal Engel bedeuten kann. Sie haben wahrscheinlich die einzige Stelle entdeckt, wo das so sein kann und haben es allerdings so dargestellt, als wenn das die normale Bedeutung ist. Was, wie zum Beispiel, das steht im ganzen Elbtestament nur so und so. Und ein Beispiel davon finden wir hier und dann ist es die große Ausnahme. Ja, das ist wirklich unglaublich. Und es geht aber noch weiter. Und dann, indem Sertaj sagt, ja, die vier Engel, das ist jetzt also die vier Geister, wenn es jetzt der Heilige Geist sein soll, ist ein Riesenproblem, weil es gibt ja nur einen Heiligen Geist, da hätten wir Trinitarier ein Problem. So schlecht kennt sich Sertaj in der Dreieinigkeitslehre aus oder in der Pneumatologie aus, in der Geisteslehre. Nämlich sehr wohl wird im Neuen Testament zum Beispiel von den sieben Geistern Gottes gesprochen, die in Jesaja auch nochmal gezeigt wird, was damit gemeint ist. Das ist nämlich, man könnte auch sagen, der siebenfältige, der siebenfache Geist ist. Auf ihm wird ruhen der Geist Jahwes, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Ehrfurcht vor Jahwe. Also der siebenfache Geist, den gibt es so durchaus nicht nur einen vierfachen Geist, sondern sogar einen siebenfachen Geist. Aber er kennt sich eben
an der Stelle nicht gut aus. Und übrigens überhaupt, wer ist hier gemeint mit der, auf dem der Geist liegt? Johannes sagt mal, ich sah den Geist Gottes wie eine Taube vom Himmel herabschweben und auf ihm bleiben. Jesus war der, auf dem der Geist geblieben ist. Und auch dann, da braucht man keinen Wohlgefallenen erfinden, wenn es dann von dem Wohlgefallenen redet, das sagt Gott selbst, wer der ist, an dem er wohlgefallen hat. Da geschah nämlich nachdem die Taube gekommen ist, in der Parallelstelle, ist der Himmel aufgerissen und es geschah eine Stimme vom Himmel. Du bist mein lieber Sohn, wird zu Jesus gesagt, an dem ich wohlgefallen habe. Also Gott spricht über Jesus, dass er Gottes Sohn ist, Gottes, auch hier wieder, ein Hinweis auf diesen Sohn, diesen Junge, diesen Knecht in Jesaja, an dem ich wohlgefallen habe. Wobei ich hier, muss ich sagen, nicht nachgeguckt habe, ob jetzt hier Hyos steht oder Pais steht. Das habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Das muss ich zugeben. Aber auf jeden Fall dieser Wohlgefallene. Markus, das ist das, was ich anfangs, meinte, ne? Wir haben so ein Reichtum, so eine Fülle. Wir haben da nicht nur ein, zwei, drei Verse stehen, wo es sagt, ja, in der Tora, in den Propheten und im Psalmen findet ihr übrigens auch ab und zu mal was von ihm geschrieben. Ja, und die müssen hier so raten hermeneutisch oder homiletisch das Ganze beugen. Und wir haben hier direkt Anwendung, direkte Erklärungen. Ja. Klare, wie Serdac das gesagt hat, ne? klare, akkurate, wie er sagt, akkurate Prophezeiung, häufige, genau das, was Serdac verlangt, genau das haben wir, und zwar in einem Übermaß. Also wir, nicht wir, sondern die Bibel. Und nicht vergessen, magisch drücken, kommentieren, mit Freunden teilen, abonnieren und schau dir doch den ganzen Livestream an. Dann hast du noch mehr, ach so.